Ein bisschen Strandbad-Feeling mitten in der Postfiliale von Silke Harings. Eine Umkleide steht seit wenigen Wochen in ihrem Geschäft. Dabei gibt's gar keine Mode zu kaufen. So wie ein Sturm. Morgens ist mein erster Weg so ins Büro mit einer Tasse Kaffee und dann lese ich die Zeitung und dann höre ich immer SWR1, Rheinland-Pfalz, ja. Und da kam ein Bericht über die Franzosen, die da diese Umkleidekabinen installieren in ihren Postfilialen. Und da hatte ich gedacht, und das ist genau meine Idee. Silke Harings dachte sich, was die Post France in einigen Filialen in Frankreich probiert, das geht auch bei ihr in Kirchheim-Buhlanden. Ich habe meine Mitarbeiterin gefragt, was sie von der Idee halten. Die fanden das alle sehr gut. Ja. Und da wir genügend Platz im Geschäft haben, haben wir das innerhalb von 2 Tagen umgesetzt. Und der neue Service könnte sich für den Laden, der auch Schreibwaren und Dekoartikel anbietet, lohnen. Denn pro Paket, das Kunden hier hinliefern lassen, gibt's eine Provision für das Geschäft. Die Online-Bestellungen haben seit Corona enorm zugenommen. Also das sieht man anhand von der Anzahl der Pakete und auch der Größe der Pakete. Und das sehe ich schon sehr kritisch. Aber das können wir nicht aufhalten, die Entwicklung. Und deshalb dachte ich, ich biete einen Service meinen Kunden an, um einfach noch ein bisschen Bonbon zu haben, warum sie es bei uns in der Postfiliale abholen sollen und nicht an der Packstation. Bislang reagieren die Kunden noch verhalten auf die Umkleide. Seit der Aufstellung sollen sie gerade mal eine Handvoll probiert haben. Ich würde vermutlich die Klamotten, die ich online gekauft habe, nicht hier anprobieren, sondern das ganz gemütlich zu Hause machen. Nee, absolut nicht. Ich finde es Quatsch. Ich habe sie noch nicht selbst probiert. Ich habe es am Montag das erste Mal gesehen, fand es schon cool. Habe es inzwischen auf Facebook gesehen und geliked, weil ich es einfach genial finde. Man holt es hier direkt ab, muss nicht extra nach Hause fahren, um anzuprobieren. Hier hat man sofort eine schöne Kabine und ja, also mega tolle Idee. Immer auf der Suche nach neuen Ideen. Das scheint die Strategie des Fachgeschäftsänders zu sein. Das hält sich schon seit 130 Jahren. Schon Silke Harings Eltern probierten viel aus. Angefangen hat der Uropa 1891 mit einer Buchdruckerei. Porzellan und Schreibwaren folgten. Wir wollten ja das Geschäft erhalten. Es gab zwischendrin auch Schwierigkeiten, wo wir gedacht haben, oh, ob wir das noch schaffen, aufzuhören. Aber wir wollten einfach weitermachen. Wenn Sie möchten, können Sie das gleich in unserer Umkleide gerne anprobieren. Nee, gerne zu Hause. Okay. Aber danke. Ein halbes Jahr lang will Silke Harings ihre Umkleide für die Post testen. Kommt sie nicht gut an, wird sie wieder abgebaut. Ich denke nicht, dass das von mir die letzte Idee sein wird. Vielleicht wird die Umkleide ja ein Erfolgsmodell und andere Postfilialen ziehen nach.